Willkommen, wir spielen eine Runde mit unserem Magier. Es muss auch mal wieder sein, wir haben Lust auf Magier. Und denkt immer dran, Basiskarten können durch Stufenaufstiege mit einer Klasse erhalten werden. Profikarten sind in Profipackungen enthalten. Ja, wenn wir diese Informationen haben, dann ist immer gut. Und wir bekommen uns einen Gegner. Das ist ein... Jaina! Auch ein Magier. Jaina! Der gute Lunedas. Meine Magie wird euch in Stücke reißen. Gut, Einser, Zweier, den brauchen wir nicht. Schauen wir mal, sie kann, hat zwar keinen richtig schönen Schaden. Aber wir können sie zumindest mal schon mal umspielen. Das beschützt mich. Und er braucht zwei Runden, um sie überhaupt wegzukriegen. Beziehungsweise wir können sie halt eben dafür nehmen, falls er jetzt irgendwie einen Zweier-Gegner schön ausspielt. Schauen wir mal. Und er spielt ein Spiegelbild. Gut. Ja, macht uns ja nichts. Wir können ja hier schon mal drauf gehen. Das war's. Und schauen mal, was er jetzt entsprechend spielt. Runde 3 wird dann wahrscheinlich für uns die Heldenfähigkeit. Ich bin gespannt, was er jetzt da dahinter ausspielen möchte. Mit seiner Heldenfähigkeit, er könnte höchstens sie angreifen und die Stütze mal wegnehmen. Ah. Und geht direkt auf uns los. Gut, macht ja nichts. Wir nehmen schon mal ihn weg, dass er einen Schaden macht. Ich kämpfe. Ihn weg. Das war's. Und haben eine ganz kleine Oberhand. Jetzt wird's natürlich interessant. Er kann jetzt hier natürlich auch so einen Froschblitz haben und ihn gleich wegnehmen. Aber er spielt. Er entscheidet noch. Leg diesen Apfel auf einen Messerjongleur. Den sollte er natürlich mit was Zweitem, damit er überhaupt irgendwas bringt. Hat jemand den Arzt gerufen? Hexendoktor? Und hoffentlich bufft er uns? Natürlich nicht. So. Damit bekommen wir die nächste Chance für uns. Wir haben 2-2, das heißt, wir können zum einen ihn wegnehmen. Spielen ihn weg. Wir buffen ihn auf die 5. Den soll ich töten. Und gehen ins Gesicht. So. Nächste Runde, Runde 5. Ich glaube, bei uns sieht es danach aus, dass wir nächste Runde wahrscheinlich das Wasserelementar ausspielen werden. Je nachdem, was er jetzt ausspielt. Aber es sieht danach aus. What? Echt ein Feuerball? Nur da, um den wegzukriegen? Sehe ich sportlich. Er hat noch einen Einser, spielt seine Münze. Auf in die Schlacht, Mann! Und schenkt uns wirklich hier dies. Gut, kein Problem. Wie nehmen wir eh raus? Ich würde... Oder wir nehmen sie gar nicht raus. Wir spielen unseren Armbrunnen. Nehmen seine Hügel raus. Einen Schaden. Wir machen es piano. Ich weiß ja nicht, hat er noch irgendein Schaf oder sowas auf der Hand, dass er sich auch noch aufhebt für große Sachen. Er zieht auf jeden Fall schon mal zwei Karten, damit er wieder was hat. Und zur Not können wir den beiden ja eh gleich dann noch ein Schild geben. Er hat noch einen Zweier. Okay. Sieht nett aus. Auch eine nette Karte für ein 4.
Die ist eher praktisch, wenn er schon irgendwas jetzt auf der Hand hat, gegen das wir uns ein bisschen schützen müssen. Aber dadurch, dass bei ihm gerade gar nichts irgendwie liegt. Was soll ich nur tun? Ja. Können wir eigentlich ihn spielen? Wir bekommen eine Karte und das ist sogar eine gute. Und es sieht aus 27 zu 22, als dass wir weiterkommen. Aber jetzt kommen ja erst die interessanten Karten. Ein Dreier-Schaden, er nimmt uns noch weg. Hat ja nix. Zweiten Dreier-Schaden. Machen wir, haben ja immer noch hier zwei Schaden. Gut, nächste Runde. Er könnte ein Schaf noch haben. Deswegen bin ich mit dem ein bisschen vorsichtiger. Ich glaube, ich spiele einen Yeti. Zwei weitere. Und wir schauen mal, was jetzt bei ihm folgt. Wir kriegen hier vielleicht einen Edelstein. So, er überlegt. Wir sind schon recht weit, Runde 7. Ich frage mich, ob... Er baut wieder ein Spiegelbild. Hat noch 6 Schaden. Legt euch nicht mit Zana an! Und ruft die gute Sana. Gut, die macht 3 Schaden. Noch Schweini für einen Direktangriff. Also ist alles total. Aber ich glaube, ich habe in dem Deck habe ich gar keinen. Na, haben gar keine drin. Macht nichts. Jetzt könnte sie uns gute Dienste leisten. Beziehungsweise er hier. Es liegen keine 6 Schaden auf dem Feld. Deswegen spielen wir. In zusammen mit den beiden Sicht und schon mal einen von beiden. So, jetzt hat er 2, an denen er vorbeikommen muss, und wir können dahinter jetzt halt eben aufbauen. Wobei das Gegner Magier natürlich Angst bringt. Oder macht Sturmwind. Sein 6-6er. Wenn er hier überlebt, wäre es gut, zusammen mit ihm zusammen. Ja, schauen wir. Dann können wir nämlich erst kopieren und ihn dann nehmen. Ich frage mich, ob... Ja, würde er Sana auch noch opfern? Ja, er opfert sie auch noch. Gut. Den nehmen wir. Dankeschön. Damit hat er nämlich einen Schaden mehr. 4. Allerdings müssen wir beide opfern. 4, 7. Den kriege ich auch 5. Was soll ich keinen extra Schaden. Ja, dann lassen wir. Ich kümmere mich drum. Nehmen den hier raus. Gehen den Konfrontationskurs. Und spielen noch unseren Akolyten. Können wir beim nächsten Mal nämlich schön Karten ziehen. So, hier liegen 9 Schaden, 13 Schaden, 14, 15. Der was ihr wolle! Er spielt einen Tank. Der Frostwolf-Clan ist bereit. Und noch einen 7-7er. Wenn ein Feuerball kommt. Ja, er will ihn wegnehmen.
So, der ist gestunt für die nächste Runde. Das bedeutet, wir müssen eigentlich nur an ihm vorbeikommen. Na, sei lieb. Komm, gib ab. Kannst du eh nichts machen. Was soll ich nur tun? Du kannst nichts mehr tun. Gut, nächste Runde. Ha! Da ist ein Schaf. Dann bringen wir das gleich mal weg. So. Unser 2-2er Schaf. Der sieht eh unschön aus, aber wir nehmen ihn mal. Das ist sehr gut. Sollen wir sie noch opfern? Oder sollen wir das Schäfchen wegnehmen? Ich glaube, wir spielen Schaf auf ihn. Damit fliegen beide auf 1-1 runter. Haben keine direkte Möglichkeit, die sollten auf den gehen. Alles am Gesicht. Und das sollte uns eigentlich langen. So, nächstes, was bekommt er? Er bekommt einen Flammenstoß. So, ein Dusel, Bruder. Okay. Aber es sieht trotzdem noch sehr, sehr gut aus für uns. Zuerst mal, der kommt weg. So. Wir spielen logischerweise auch den Großen aus. Und spielen noch einen Wutanfall. Damit er einfach in die Bredouille ein bisschen kommt. Jetzt kommt es drauf an, was zieht er? Wenn er ein Schaf hat, hat er es gut. Er zittert vor der Macht. Bringt ihm nichts. Er zieht ihn ein bisschen runter. Und ja, wir gut haben gespielt. Den gewonnen. Danke. Also. Wir spielen ihn noch ein. Wir machen ihn hoch. Auf die 5. Spielen noch die anderen aus, damit wir das schon haben. Wen soll ich töten? Und machen wir mal ein Ende. So, das war unsere Runde Magier gegen Magier. Wir steigen auf in die 17. Ist jetzt ja noch nicht so eine besonders interessante Position. Bis jetzt, das Deck hat durchaus seine Stärken, das hat auch seine Schwächen. Ihr dürft gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr dazu Empfehlungen habt, was wir noch dran verbessern können, welche Karten wir ändern sollen. Welche Ersatz vielleicht? Wir haben eigentlich bis auf den schwarzen Ritter und den Manipulator haben wir eigentlich keine besonderen Legendaries drin. Aber das Deck schafft es trotzdem. Also es ist ein sehr, sehr schönes Anfänger-Magier-Deck. Gerade aber auch für diesen Bereich. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.